Hallo liebe Leute, wir haben uns vor einiger Zeit entschlossen, nach Ägypten zu fahren, weil wir die unglaublichen kulturellen Schätze dieses Landes besichtigen wollten. Wir sind zuerst nach Hurghada geflogen, um aber einen Tag später nach Kairo zu fliegen, mit dem Ziel, die Pyramiden, das Ägyptische Museum zu besichtigen und hatten im Hinterkopf, eine Tour durch das ganze Land zu machen und die Sehenswürdigkeiten, die ja an sehr verschiedenen Orten liegen, zu besichtigen. Wir sind zum Ägyptischen Museum in Kairo gegangen. Da haben wir unseren Führer Ehab getroffen. Er war einer der wenigen Ägypter, die uns nicht bedrängt haben, etwas von ihm zu kaufen, sondern er sagte, lasst euch Zeit bei der Überlegung, ihr werdet meine Hilfe brauchen, weil das Museum so groß ist mit 165.000 Einzelteilen. Wir haben uns kurz beratschlagt und haben sein Angebot angenommen. Eigentlich zuerst nur für die Führung in dem Museum, haben nach einer sehr schönen Tour durch dieses Museum, wo wir natürlich nicht alle 165.000 Einzelteile sehen konnten, sondern nur einen Teil davon, die Sachen, die er uns mehr oder weniger empfohlen hat, dazu entschieden, nach zwei weiteren Tagen in Kairo, mit ihm die Pyramiden zu besichtigen. Auch diese Tour war sehr angenehm. Wir sind wahnsinnig beeindruckt gewesen, schon von den ersten Tagen. Wir waren in Saqqara, wir waren in Gizeh. Es war wirklich sehr schön und wahnsinnige kulturelle Schätze. Man muss es gesehen haben. Danach haben wir uns entschieden, weil Ehab uns auch gesagt hat, dass er auch Tourguide ist, mit ihm eine 10-tägige Tour durch Ägypten zu machen. Wir sind in Kairo gestartet und sind erstmal Richtung westliche Wüste gefahren, haben uns nacheinander einige von den Oasen angeschaut, die, man würde denken, die Oasen sind klein und da gibt es nicht viel zu sehen. Es ist ein Mix aus kulturellen Schätzen und Naturphänomenen wie der Weißen Wüste und der Schwarzen Wüste. Wir haben auch eine Wüstentour mit einem Freund von ihm gemacht. Toll, wir haben in der Wüste übernachtet. Das war ein bisschen kalt. Es ist gerade Februar, nicht vergessen. Da kann es in der Wüste nachts schon mal so an die 5 Grad kalt werden. Es war toll. Wir haben super gegessen. Ehab hat uns wirklich alles gut erklärt und gezeigt, das Land ist überwältigend. Von den Oasen sind wir weitergefahren nach Luxor, haben uns dann in der Stadt den berühmten Tempel von Luxor angesehen und weitere Sehenswürdigkeiten wie den Karnak-Tempel. Sind danach, ist das richtig, nach Edfu gefahren? Ja. War das danach? Sind wir nach Edfu gefahren, auch sehr sehenswert. Gigantische Bauwerke, es ist unglaublich. Es ist nicht 1000 Jahre alt, es ist nicht 2000 Jahre alt, wo unsere Zeitrechnung beginnt. Es ist doppelt so alt. Es ist teilweise fast 5000 Jahre alte Kultur, die wir hier gesehen haben. Ein Wahnsinn. Wir sind dann von Edfu weiter nach Aswan. Da haben wir es. Man muss dazu sagen, wir sind natürlich an die 3000 Kilometer im Auto gesessen. Es ist hier und da, man muss Entfernungen überbrücken, um diese ganzen doch weit auseinanderliegenden Sehenswürdigkeiten zu sehen. Sind dann in Luxor, haben wir so ein bisschen einen Day Off gemacht, haben uns auf der Insel den Tempel von... Gott, ich habe es vergessen. Wir haben so viele Tempel gesehen. Es ist wirklich, man kann diesen ganzen Input gar nicht fassen. Ich sage nur, wie viele Bildnisse von Opfergaben, von Kriegshandlungen wir gesehen haben. Jahrtausende alte Kultur. Es ist überwältigend. Dann haben wir noch eine schöne Bootsfahrt gemacht und sind von Luxor weiter. Ne? Wir reden von Aswan weiter. Wir reden von 10 Tagen, die wir zusammen verbracht haben. Sind wir noch nach Abu Simbel gefahren. Das war meine persönliche Bucketlist. Hier sehen wir es gerade hinter uns, die Monumentalstatuen, die mal eben 60 Meter Höhen versetzt wurden, wegen dem Nassersee, der durch den Aswan-Staudamm sozusagen verursacht wurde. Ein riesiger Stausee. Deshalb musste der Tempel abgebaut und wieder aufgebaut werden. Eine technologische Meisterleistung. Wir sind wirklich blessed, dass wir in diesem schönen Land diese jahrtausendealten Kulturschätze mit einem dermaßen sympathischen und wirklich ein Wissensschatz der Mann. Ich kann nur sagen, tut es einfach. Wenn ihr die Chance habt, mit Ehab eine Tour durch Ägypten zu machen,
Es ist eine Top-Empfehlung. Top-Notch-Tourguide. Danke. Top-Notch. Danke sehr. Er liebt euch und Ägypten. Ein stolzer Ägypter. Es ist ein sicheres Reiseland, keine Probleme. Er regelt alles super. Alles Wir klar. Sind überwältigt. Danke.